Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das etwa Windows XP? Oh Gott, was ist das für ein Intro? Wir spielen heute Windows XP-Spiele, ja, die alten Klassiker. Fangen wir an mit Minesweeper. Ich habe dieses Spiel nicht richtig verstanden. Er sieht glücklich aus, also ist alles in Ordnung. Okay. Ich habe gehört, jemand hat mir das vor nicht allzu langer Zeit erklärt, dass je höher die Zahl ist, umso wahrscheinlicher ist, dass in der Nähe eine Bombe ist. Deshalb denken wir uns, hey, fick dich zwei, ich gehe aber hier hin. Oh. Ja, er ist nicht so glücklich. Ha! Und... Ha! Und... Ha! Und... Ha. Das ist schon mal eine Taktik, okay? Hier ist eine 1, hier ist eine 1, das heißt, hier wird ja wohl unwahrscheinlich etwas sein. Ich bin Wolf. Das ist auch wirklich Pech, okay? Das ist auch wirklich Pech. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau auf diese scheiß Mine klicke? So, dann ihr müsst wissen, ich war einfach unterfordert. Ich bin aber viel zu gut in dem Spiel und deshalb hat das halt nicht so funktioniert. So ist das halt. So ist das. Und wir nehmen hier die altbewährte Taktik natürlich mit den Ecken. Boah, das sind viele Minen. Ah, genau, die Taktik, ne? Hier sind Einsen, das ist... Oh. Nächstes Spiel. Ich habe dieses Spiel nie verstanden. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich tun soll. Aber der lustige Typ im Bild, er schaut nach meinem Zeiger. Das ist Zeichen für Qualität. Ah, Okay, das ist aber nicht solitär oder so, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie dieses Spiel funktioniert. Kreislauf. Warum kann ich keines dieser Spiele? Michael, oder was auch immer das ist. Das sieht nicht nach einem gesunden L aus. Marcin, was ist los mit dir? Komm, setz mal was. Und Bartek, was ist denn das für ein Name? Okay, wir spielen aber was anderes. Haha! Oh, das wird noch gar nicht geöffnet. Haha, ein Spiel, das ich halbwegs kann. Okay, wir machen mal das da dran. Und das, genau, das da dran. Nee, das da dran. Und, 6.5 hours later. So, aber Leute, ihr müsst wissen, ich bin ja Experte auf dem Fach. Ich habe den Scheiß studiert damals, 1948, Vietnam, Kalter Krieg. Aber Leute, ihr werdet's doch sicher alle wissen, das Highlight von Windows XP, ja? Das vorinstallierte Highlight. Es nennt sich Space Pinball. 3D Space Pinball. Mit den besten Sounds, die es auch nur haben kann. Und da ist gerade schon das Bällchen gespawnt. Okay, wie ging das nochmal? Oh, ich liebe diese Sounds jetzt schon. Okay, Z und dann das Hashtag. Es ist jetzt eine Steuerung. Wer kommt auf diese Idee? Bill Gates, was soll das? Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Freude empfunden. Das erinnert mich echt tatsächlich an vergangene Zeiten aus der Grundschule. Ich habe es tatsächlich mit einem guten Freund, dem Rico, man kennt ihn sogar aus den LAN-Party-Vlogs, haben wir da zusammen Pinball gespielt, an den Schul-PCs in der Pause. Da hatte einer die Z-Taste und der andere die andere Taste. Wow, diese Effekte. Darf ich mal spielen, bitte? Danke. Hallo, lass mich mal bitte spielen. Dankeschön. Oder? Yeah. Fall rein. Schon 1.200.000. Ich bin der beste Spieler der Welt. Es ist immer so bei mir, ne? Gab's da nicht noch irgendwas? Irgendwas? Oh, ich kenne sogar noch die Musik. Richtig. Moorhuhn 2. Ein Klassiker. Herrlich. Oh Mann, ich erinnere mich ja noch an so viel. Oh. Ups, der Treff muss auch gelernt sein. Mann, ich erinnere mich an alles. Das ist echt cool gerade eigentlich. Warte mal, wir gehen nochmal nachladen. Ah! Da ist das Zeit. Oh, den darf man nicht. Oh, okay. Tut mir leid.
Ich frage mich, ob das die Entwickler sind. Oder Publisher oder irgendwas. Oh, warte mal. Hier dran erinnere ich mich an die Spinne. Ja, die Spinne. Oh, die Sounds. Oh, das ist gerade richtig schön nostalgisch für mich. Ich hab das damals rauf und runter gespielt, du. Ich glaube, das gab's sogar für die PlayStation. Eins, versteht's. Nein! Man muss immer auf die Spinne. Ja, das macht mich gerade richtig glücklich, du. Man muss sagen, das Spiel sah für die damaligen Verhältnisse echt nicht schlecht aus, du. Ah, stimmt mal bitte. Dankeschön. Das sah echt nicht schlecht aus. Steuerung ist ein bisschen sehr schwammig. Liegt wahrscheinlich auch an der Kompatibilität. Aber holy fuck, nein. Ach scheiße, das geht ja auf Zeit. Ups. Da möchte ich nochmal alle meine Punkte verlieren. Dann kann ich mich nämlich besser steigern, ne? Ah, ich kenne sogar noch den... ich kenne sogar noch den Screen hier. Oh Gott. Ich erinnere mich an alles. Oh, das ist gerade so schön nostalgisch. Heck. Stirb. Kann ich hier irgendwas machen? Ah. Cool. ich schieße auf die Kirche. Oh. Okay, da besser nicht hin. Okay, Leute. Wow, was ist denn das? Flugzeug, kann ich das auch knallen? Oh. Stirb. Wow, das hat wirklich Punkte gebracht. Daraus lässt sich schließen. Kinder immer schön auf Flugzeuge schießen, das ist gut so. War das ein Huhn oder ein Jäger? Ich will nochmal zur Spinne. Ja! Yeah. Ich bin glücklich. Ich halte es ein bisschen für fragwürdig, wie die hier in den Boden gleiten. Wow, ich erinnere mich an den Kürbis. Ja, ich erinnere mich dran. Man konnte jedes Körperteil wegschießen. Das ist so viele Jahre her einfach. Das ist so viele Jahre her. Ich glaube nicht, dass ein Franken Greif und ein Ego an meinem PC war. Rick, Rick. Okay, das war genug. Tschüss.